und willkommen zurück zu unserem E-Learning-Kurs zu Australiens magischem Northern Territory. In Teil 1 haben wir gemeinsam das grüne Top-End erkundet. Jetzt tauchen wir tief ein ins australische Outback, ins Herz von Australien. In Down Under wird es Red Center genannt. Der rote Sand in der charakteristischen Halbwüste hat dazu animiert. Die außergewöhnliche Landschaft beeindruckt mit verwitterten Gebirgsketten, weiten Wüstenebenen, faszinierenden Felsschluchten und einigen der heiligsten Orte der australischen Ureinwohner. Hier trägt das Outback sein ganz eigenes rotes Kleid, das je nach Sonnenstand in weiteren prächtigen Farbtönen leuchtet. Das Land ist wie ein Kunstwerk, made by nature. Warum nun schimmern Nordaustraliens rockige Riesen so rötlich? Die Antwort darauf geben die Elemente. Das Gestein im Herzen Australiens und die aus ihm entstehenden Steinbrocken und Sandkörner enthalten Eisen. Und das rostet an der Luft zu braun-rötlichem Eisenoxid, weshalb die Einwohner und Besucher hier im Red Center vieles Wunderschöne durch die rote Brille sehen. Das Phänomen gibt es übrigens sogar auf dem Mars, dessen rotes Lichtspiel Menschen immer schon fasziniert. Doch zurück ins Red Center, das vor allem zu echten Outback-Abenteuern und der Teilhabe an Leben und Kultur der Aboriginal People einlädt. Australiens Ureinwohner sind seit über 60.000 Jahren im Northern Territory zu Hause. Mit ihrer Wärme, Offenheit, ihren Traditionen und der Großzügigkeit, das alles zu teilen, sind und bleiben sie die Hüter ihres Landes. Mit ihnen und durch sie wird die Entdeckung des Red Centers zum authentischen Erlebnis. Etwa bei geführten Wanderungen oder dem aktiven Erlernen alter Handwerkskunst. Wie wäre es mit dem Didgeridoo-Spiel oder der traditionellen Punktmalerei? Das Red Center wird von Alice Springs, dem Kings Canyon und dem Uluru-Kata-Tjuta-Nationalpark geprägt. Der 25.000 Einwohnerort Alice Springs ist die einzig größere Stadt in der Nähe des geografischen Zentrums von Australien. Auch das Tor zum Outback genannt ist Alice Springs mit seinen Cafés, den Kunstgalerien, Museen und Festivals der ideale Start- und Zielhafen für alle Unternehmungen. Erfrischung und Badespaß bieten natürlich Wasserstellen in der Umgebung, wie zum Beispiel in den West MacDonald Ranges. Etwa 250 Kilometer entfernt zieht der Kings Canyon Outback Lover magisch an. 100 Meter hohe Felswände und eine Vegetation von beeindruckender Biodiversität machen die königliche Schlucht zum Must-See. Rund 450 Kilometer von Alice Springs entfernt wartet der Uluru-Kata-Tjuta-Nationalpark auf seine Entdecker. Hier ist mit dem Uluru das berühmteste Felswahrzeichen Australiens zu Hause. Beste Landebahn für das Eintauchen ins rote Herz Australiens und den Start zu aufregenden Roadtrips sind die Airports von Alice Springs und Ayers Rock. Das Unterkunftsangebot ist im Red Center so vielseitig wie die Farbkleider der Natur. Da sind die preiswerten Motels und charmanten Bed and Breakfasts oder das Camping und Glamping in freier Wildnis mit traditionellem Dinner unter dem Sternenhimmel. Aber auch die stilvollen und preisgekrönten Resorts sind natürlich für alle Reisenden da. Traumaussichten bieten in Alice Springs Zimmer mit Blick auf die Red Gums am Ufer des Todd River oder auf die MacDonald Ranges östlich und westlich der Stadt und zum Beispiel vom Luxus-Zeltcamp Longitude 131 aus. Uluru vom Bett aus zu sehen, das ist schon ein Highlight. Fazit, das Red Center ist ein Tausendsasser mit ganz viel Charakter und unbegrenzten Möglichkeiten zur individuellen Reisegestaltung. Unser Votum, alles auf Rot. Wie außergewöhnlich es sich in Northern Territory wirklich reisen lässt, verraten wir in Teil 3 unseres E-Learning-Kurses. Denn da geht es um die Aboriginal-Erlebnisse. Wir stellen euch vor, was ihr auf den Spuren der Ureinwohner des Northern Territory alles erleben könnt.